Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Wurmhals und ich will euch heute zeigen, wie man ein besserer Sniper wird. Exakt hier im Hintergrund habe ich ein paar Clips laufen, die ich jetzt vorhin erst erspielt habe, innerhalb von 15 Minuten und so ein bisschen zusammengeschnitten. Und ich will euch vielleicht anhand dieses Videomaterials ein bisschen näher bringen, wie man ein besserer Sniper wird. Und noch ein paar allgemeine Tipps, nämlich die meisten Tutorials, die ich auf YouTube gesehen habe, wie man ein besserer Sniper wird, handeln immer nur davon, wie aim ich. Dabei gibt es noch ganz viele andere Sachen zu beachten, wie zum Beispiel diesen Spy hier hinter mir. Ja gut, den picke ich mit meiner SMG und da sind wir auch schon beim ersten Punkt, nämlich das, was ihr von Anfang an kriegt, das Stock, also man nennt das Stock, also das Standard, ist gut. Damit kann man wunderbar spielen. Ich spiele gerade damit. Sprich, ich habe meinen Sniper Rifle, gut, das ist strange, aber das Normale ist genauso gut, nicht dass Strange es irgendwie besser macht. Normale ist ganz genauso gut. Und die SMG. Die meisten Leute unterschätzen die SMG, also dass die Submachine Gun, eure Secondary. Die ist wirklich gut. Die ist wirklich stark. Ihr könnt einen Scout damit locker runterdamagen, sodass er halt tot ist. Wunderbar. Eine weitere Sache, ihr seht jetzt die Sniper da hinten. Die sind relativ low und ich würde sagen, sie sind auch noch nicht Premium. Das bedeutet, sie haben den Gibbous, den Ghastly Gibbous, den Standardhut. Und dieser Hut ist einfach, der ist so hoch. Ich habe zum Beispiel einen Wüstenmarodeur, heißt der, glaube ich, als Hut. Da steht nichts über den Kopf hinaus. Hier der wieder. Der steht einfach über Kanten. Ihr verratet euch durch diese Sachen. Halt, dass der Kanten, also über Kanten steht halt darüber hinaus und dann sieht man, dass der, wer dahinter ist, ist ja ganz logisch, weil es höher ist. Eine weitere Sache ist, stehen bleiben, tot. Ihr bleibt stehen, ihr seid tot. Ihr werdet das sehen, wenn du stehen bleibst, das habe ich später auch, dann fokussiere ich mich auf einen, ich gehe mit ihm mit dem Scope, probieren zu erwischen und werde von einem Sniper, der weiter hinten sitzt, hier zum Beispiel gerade. Ich stand still, ich stand an einer Stelle und werde von ihm natürlich geholt. Also stehen bleiben ist gleich tot. Kann man das jetzt einfach mal so fassen? Okay. Etwas, was ihr beachten müsst, ihr seid Teamplay, ihr seid eigentlich als Sniper Supporter, ihr seid keine High DPS Klasse, also keine hohe Damage per Second Klasse. Euer Ziel ist es, die Haupt, keine Ahnung, halt so Schlüsselfiguren vom Gegnerteam auszuschalten. Hier auf Orange ist das vielleicht so ein bisschen rausgenommen, der Sinn, aber ihr müsst, in dem Fall hier sind ein paar, hier die Szene finde ich ganz cool. Der hat Jar drauf, deswegen denke ich mir, boop, nehme ich ihn einfach mal No-Scope. No-Scope! Da, ich bin stehen geblieben. No-Scope werden auch unterschätzt, machen immerhin 50 bis 52 Schaden und gerade wenn Jar drauf ist, sind es nochmal 70. Insofern geht auch für No-Scopes, es geht wunderbar. Wo war ich stehen geblieben? Hüte habe ich. No-Scopes aus der Hüfte schießen ist effektiv. Ah, ich weiß nicht. Schlüsselfiguren ausschalten, wie diesen Medic gerade. Ihr seht, ich gehe, wenn ich hier einen Zolli habe und einen Medic und der Medic heilt den Zolli, gehe ich immer erst auf den Medic, weil der den Zolli heilt. Solange der Zolli geheilt ist, könnt ihr ihn nicht shot schießen. Hier hat man das Beispiel mit dem Hut gesehen. Ich hole den Sniper einfach weg. Solange der Solly geheilt ist, oder sei es der Heavy oder so, werdet ihr ihn nicht mit einem Headshot töten können, beziehungsweise nicht so einfach, wenn er nicht gecharged ist. Habt ihr erst den Medic ausgeschalten, könnt ihr auch den Solly ausschalten. Hier verstehe ich nicht, warum der das überlebt hat, weil er kein Darwin's Danger Shield anhat, aber jetzt kommt noch eine Sache, ihr SMG raus und einfach auf Entfernung Tap fallen. Wunderbar probates Mittel. Und hier kommt jetzt eine Stelle gleich, die spiele ich nochmal in Slow-Mo ab. Da habe ich mich auch selbst drüber gefreut, als ich das irgendwie gemacht habe. Hier, pam. Okay, Slow-Mo. Oder ein bisschen Vorlauf mit Slow-Mo. Medic. Höhere Priorität als Solly. Medic verschwindet hinter der Ecke. Bam. Ganz knapp durch die Ecke noch. Oder um die Ecke herum erwischt. Fand ich cool. Deswegen habe ich das mit reingenommen. Hier kommt der Solly. Nehmt die SMG. Ihr kriegt so noch einen Assist. Da stand der Mini-Sentry. Okay. Sniper auch weg. Und hier cutte ich dann, glaube ich, gleich weg, weil da habe ich ein bisschen gefailt. Nee, ich warte, bis der mich killt. Und da seht ihr jetzt das gegnerische Sniper. Ich bin low, eventuell weiß er das, vielleicht hat er mich getroffen. Er geht für No-Scopes. Er visiert nicht mehr an, er macht No-Scopes. Ich weiß nicht, warum ich so lange gezögert habe, aber in dem Fall wäre ein No-Scope auf ihn auch die richtige Sache. Hier, der Demo hat gerade getaunt und ich finde vom schottischen Widerstand einfach den Taunt so geil, wo er so den Arsch rausstreckt und egal, wo der Demo so ein bisschen twerkt. Naja, kann ich noch irgendwas sagen? Ich kann ja ein bisschen so weiter kommentieren. Ich gebe hier sogar noch einen Hit drauf, denke, das ist kein Spy, nein, ist kein Spy. Hol mir den hier weg. Ich habe im Übrigen bei diesem Gameplay auch vergessen, mein Mikrofon zu muten, als ich es aufgenommen habe. Ihr werdet sehen, ich
stöhne manchmal so ein bisschen oder reg mich auf oder wie auch immer. Hier komme ich rein. Oh mein Gott, so viele Leute. Ich hole die SMG raus, deal ein bisschen Flächendamage. Ich bin froh, dass der Solly hier die Stickies nicht hochgejagt hat. Musste auch nicht. Ich wollte jetzt hier eigentlich nur den wegholen, aber fall runter. Egal, oben hätte ich auch eh nichts machen können. Ein ziemlicher Fail von mir hier. Und SMG rettete mir den Tag. Ihr wisst ja, der lief als ein Sniper mit Melee auf mich zu, ist nicht so geil. Angie, du darfst dran glauben. Oder auch nicht. Dafür nehme ich diesen Sniper hier mit. Jetzt darf er dran glauben, der eine Sniper. Und ich habe es tatsächlich geschafft, in dieser Runde auf 4 Dominierung zu kommen. Also, hier der Streak ist auch ziemlich geil, finde ich. War es auf alle Fälle eine gute Runde. Und der regt sich hier gerade auf. Fuck you! Hat mich gefreut, ne? Hier kann ich weg, weil danach habe ich einfach nur versagt und das wollt ihr euch nicht antun. Jetzt, was habe ich gesagt? Medic ist Priorität. Das heißt, ich gehe auf den Medic. Ich schaffe es ihn dann auch zu bekommen. Und ich dominiere schon wieder einen. Ich habe jetzt meine vierte Dominierung in diesem Spiel erreicht. Und da ich jetzt den Medic geholt habe, konnte jetzt hier dieser Solly eben auch von den anderen eliminiert werden. Auch wenn sie vielleicht nicht so das wunderbarste Aim hatten. Aber man kann auf alle Fälle als Sniper eine ziemliche Damage machen. Und hier vermisse ich und hole meine SMG und krieg ihn auch. Schaut, nehmt immer eure SMG. SMG ist so sinnvoll. Ich kann es nicht verstehen, wie jemand mit etwas spielen kann. Hier nochmal No-Scope, hab ja 48 Damage gedealt. Ich kann es nicht verstehen, wie man mit Jarati spielen kann. Ich meine, es kann im Zusammenhang mit einem Bushwhacker ganz gut sein, als Aggressive Sniper, der dann auch auf Leute drauf rennt. Aber ich finde es nicht so geil. Es ist nicht mein präferierter Playstyle. Noch schlimmer wäre ja hier Cleaners Carbine. Also wer Cleaners Carbine spielt, das ist ja mehr so ein Troll-Loadout. Insofern, naja, das war es eigentlich fast schon. War es das schon? Hier sollte bald dann zu Ende sein, das Commentary. Ich schau mal, wie lang es noch geht. Ja. Insofern, ich wollte mich verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ihr könnt auch abonnieren, wie ihr wollt. Ist eure Sache. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.